Wird der Klang durch Netzteile beeinflusst? Haben Schaltnetzteile eine Restwelligkeit? Und wie viel ist die Villa wert? Mit diesen spannenden Fragen herzlich willkommen bei Check Express zum Messtag. Im letzten Video hatte ich ja bereits meinen Kondensatorstern vorgestellt. So sieht der aus, nochmal zur Erinnerung. Und die Ergebnisse in der Frequenzanalyse konnten sich ja schon sehen lassen. Nichtsdestotrotz wollte ich es noch einmal wissen und habe die komplette Kette durchgemessen. Jetzt habe ich mit einem Oszilloskop den Stromausgang am Netzteil gemessen und geschaut, gibt es dort eine Restwelligkeit und ist die mit dem Kondensator verändert. Dann habe ich noch einmal Vergleichsanalysen gemacht zwischen dem Klang mit und ohne Kondensator, jeweils ohne Kondensator zweimal gemessen, mit Kondensator zweimal gemessen, um Messartefakte auszuschließen. So sieht das Oszilloskop aus, mit dem ich hier gemessen habe. Und dies hier sind die Ergebnisse. Ja, schaut euch das einmal an. Das hier ist die Restwelligkeit ohne den Kondensator. Recht ausgeprägt, hätte ich gar nicht erwartet. Und im Vergleich dazu einmal die Restwelligkeit mit dem Kondensator im gleichen Maßstab. Man sieht also hier, dass die Restwelligkeit mit dem Kondensatorring sehr viel geringer geworden ist. Insofern hat dieser Kondensatorring auf jeden Fall einen Effekt auf den Strom, der bereitgestellt wird. Das wäre jetzt wirklich geklärt. Der Kondensatorstern glättet den Eingangsstrom. Das heißt, der Eingangsstrom, was eine Gleichspannung ist, der verliert Teile seiner Wechselspannung. Beziehungsweise werden diese Wechselspannungsanteile sehr viel stärker reduziert. Damit haben wir einen schönen gleichmäßigen Strom. Und wie der sich auswirkt auf den Klang, das habe ich letztes Mal schon einmal gezeigt. Wir gucken uns das aber nochmal hier an Details an, weil es eben so wichtig ist. Und warum ist es wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil hier das, was man als Voodoo bezeichnen kann oder könnte, tatsächlich in messbaren Ergebnissen sichtbar wird. Zum einen wird ja hier sichtbar, dass die Schaltnetzteile sehr wohl noch einen Wechselspannungsanteil in der Gleichspannung aufweisen, der sich durchaus wegglätten lässt. Die Frage ist natürlich, ob das sinnvoll ist. Sinnvoll ist es dann, wenn es im Klang sich niederschlägt, wenn das hörbar ist. Und hörbar ist es sehr subjektiv. Wie im letzten Video bereits gesagt, der Klang verändert sich zum Positiven, zum Angenehmen hin. Aber das ist sehr, sehr schwammig und deswegen brauchen wir Fakten. Fakten liefern jetzt die Frequenzanalysen an diesen beiden Passagen, die ich hier wieder aus dem Song Walk On By von Isaac Hayes analysiert habe. Und hier sehen wir jetzt die Gegenüberstellung zweier kleiner Passagen, einmal mit dem Kondensator. Kondensatorstern, den ich gebastelt habe, und einmal ohne diesen. Das heißt, einmal mit geglättetem Eingangsstrom und einmal mit nicht geglättetem Eingangsstrom. Und an den markierten Passagen hier wird wieder vollkommen deutlich, dass mit dem Kondensator eine stärkere Differenzierung sichtbar wird in den Daten und auch, dass der Dynamikumfang sehr viel größer ist. Wir erinnern uns, im unteren Bereich des Bildes sind die tieferen Frequenzen, im oberen Bereich sind die höheren Frequenzen zu sehen und die Farbgebung stellt die Lautstärkeunterschiede dar. So, und in dem Bild hier mit dem Kondensator sehen wir viel stärkere Unterschiede, sowohl in der Einfärbung als auch, wie soll ich sagen, in der Umgrenzung der Muster, die sichtbar werden. Das heißt, auch im hörbaren Spektrum gibt es Veränderungen. Der Klang ist detaillierter, abgegrenzter, dynamischer geworden. Das war jetzt mal ein ganz kleines und schnelles Update, um zu zeigen, erstens, der Eingangsstrom kann geglättet werden, das bringt etwas. Zweitens, der Eingangsstrom hat einen Einfluss auf den Klang. Und drittens, subjektiv ist dieser Klangunterschied durchaus hörbar und hört sich einfach angenehmer, natürlicher an. Deswegen kann ich eins sagen, wer Stromfilter als Voodoo bezeichnet, der hat sich einfach nicht mit den Fakten auseinandergesetzt. Nein, Spaß beiseite, ich wusste das natürlich vorher auch nicht. Ich habe es deswegen jetzt einfach einmal nachgemessen. Und jetzt mit den Messergebnissen kann ich sagen, hier ist ein Stück Voodoo, was tatsächlich messbar ist und was einige der HiFi- oder High-End-Kenner und Experten schon immer gesagt haben, solche Maßnahmen sind hörbar. Mit solche meine ich jetzt speziell die Filterung des Eingangsstroms. Ich finde das eine spannende Angelegenheit, denn das geht jetzt wirklich ins High-End, mit solchen Komponenten den Eingangsstrom zu beeinflussen und dann hörbare Unterschiede zu erzielen. Super spannende Sache.
Wenn euch das interessiert, bleibt wie immer mit am Ball. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Jetzt aber muss ich weiter zum nächsten Video, denn auf diesem Kanal gibt es noch mehr als HiFi. Es gibt auch noch andere Themen. Dazu gibt es das nächste Video dann. Seid gespannt. Für heute sage ich hier aus meinen kuscheligen Blümchen neben mir auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und boom!